Hallo und herzlich willkommen bei mir auf YouTube und auch auf Twitch. Wir spielen heute ein Let's Play Conan Exiles zusammen mit dem Storm. Grüßt euch, Leute. Ja, ich habe in der Zwischenzeit mein Hardware-Upgrade durchgeführt. GeForce 1080 Ti 7700K Prozessor und Intel und ja, erstmal überhaupt auf den Rechner umgestiegen. Vorher hatte ich nur einen Gaming-Laptop. Nur einen Gaming-Laptop. Die Skilltree wurde hier in Conan wieder zurückgesetzt, sehe ich gerade. Das heißt, ich bin da gerade am Skillen. Und ja, die neue Hardware sollte halt dafür sorgen, dass die Bildqualität höher ist und dass wir streamen ab jetzt auch in 60 FPS. Wir nehmen auch in 60 FPS auf. Das heißt, auch da sollte es ein bisschen smootheres Bild geben. Leider musste ich feststellen, dass Conan Exiles wirklich noch ein ultra unperformantes Spiel ist. Das heißt, selbst da kommt die Grafikkarte und die CPU relativ schnell an seine Grenzen, vor allem wenn man parallel noch aufnimmt bzw. streamt. Ich hoffe, dass da die Entwickler noch die eine oder andere Minute optimieren. Genau, der Storm und ich haben uns gerade darauf geeinigt, dass der eine Eisen holt, der andere Kohle. Ich würde aber gerne vorher nochmal mein Skilltree durchgehen. Und gibt es neue, irgendwelche nicen Sachen, Ja, ich habe die man wissen schon. muss? Ja, was man wissen muss, glaube ich nicht. Also, ich sehe ein paar neue Items. Ist nichts Weltbewegendes. Alles eher so schmaleres Zeugs. Ist halt jetzt nur doof, dass ich alles nochmal freischalten muss. Das heißt, ich Ja. muss tatsächlich gucken, was ich auch skille. Damit ich da nicht irgendwelchen Scheiß auf einmal hab. Weil das ja auch ein bisschen so wie so ein Skill Tree ist. Das heißt, ich muss dann auch gucken, was ich brauche. Das wäre mal schön, wenn man Skilltree daraus machen. Dann wäre das viel übersichtlicher. Ja, das ist wirklich ein bisschen schade. Das ist einfach alles hier nur in so einem Haufen. Und ja, da muss man sich dann die richtigen Skills raussuchen. Abisele anstrengend. Naja. Aber vielleicht kommt ja noch alles. Ist ja noch alles Anfang. Braucht ja Zeit. Du kannst oben auf dem Balkon, ist ja deine alte Leiche. Ich glaube, von der kannst du noch Jochs Fleisch üben. Wenn du Echt? fragst. Von meiner eigenen Leiche? Ja. Ich stehe gerade unten. Ey, das stresst mich gerade, hier durch diesen ganzen Skilltree zu gehen. Meine Fresse. Was gibt's denn da alles? So viel Zeugs. So viel. Warum kann ich das nicht lernen? Stufe 36 erforderlich. Nee. Und das kann ich nicht lernen, weil ich dieses nicht habe. Okay, dann schalten wir mal das frei. Dann schalten wir mal das frei. Oh, wir können auch mal dann irgendwann so Trophäen an die Wand hängen. Ich habe gerade das alles mal freigeschaltet. Okay. Ein bisschen schön machen, meinst du? Joa. Und innen ist ja noch nie so viel los in der Hütte. Ich kann auch jetzt Kissen herstellen. Toll. Und Schön Teppiche. fürs Bett oder was? Teppiche und Kissen. Ich schalte es mal frei. Ist alles nicht so teuer. Gut. Stylische Fackeln. Banner. Nee, stylischer. Ach, stygische Flagge. Lol. Ist auch hier dieses Volk oder wie das auch mal heißt. Ja. Eine Trommel Stylisch. kann ich auch bauen. Und, kuschelige Kerzen. Ich glaube, jetzt habe ich fast jeden Müll freigeschaltet, den ich freischalten kann. Na dann, fangen wir mal ein bisschen mit Deko an. Kohle ist am Start. Jo, so, jetzt striche ich erstmal den Berg hoch und besorge Eisen. Hat jetzt lang genug gedauert. Ich habe so das Gefühl, dass die Lags ein klein bisschen besser geworden sind. Auf deiner Maschine oder meinst du jetzt im Screen? Ja, im Game.
Nö, ne, laggt der Stream, der dürfte eigentlich nicht laggen, oder? Nö, nee, laggt nicht. Bildqualität müsste eigentlich auch gehen, also Stream jetzt mit 6,5 Mbit. Ja, 10 könnte ich maximal geben. Wir haben eine VDSL-Leitung hier. Aber ich halte mir gerne noch ein bisschen Upload offen, damit das jetzt hier bei mir nicht der Ping-Bottleneck nachher wird. Also ich glaube, mit 6,5 Mbit Full-HD-Signal zu streamen ist schon ordentlich. Das ist cool, das passt. Ich war vorher, habe ich 3,5 Mbit gestreamt, da hatte ich aber auch nur 30 FPS. Und ja, ich denke mal so soll es gehen. Ich habe mal vorher mein Inventar lernen sollen. Ich habe nur so viel Dreck dabei. Ich droppe das jetzt einfach alles. Alles mal jetzt hinterher schlau. Die Keule hast du bei dem Inventar, ne? Die Jokskeule. Ja, dieses Dingsmesser, ja, das heißt bei mir. Genau. Wieso brauchst du das gerade? Ja, noch ist eine Leiche hier, solange sie noch hier ist. Ja, wir haben ja noch genug Fleisch wieder drin. Man kann nie genug Fleisch haben. Ja, nur drauf geschisse. Fleisch hat immer Saison. Alter, der Vorschaden hat richtig zugenommen. Von dem Berg konnte ich immer früher ohne Probleme runterspringen, ohne dass ich Schaden gekriegt habe. Geht echt ab. Kein Spaß. Gar kein Spaß mehr. Also, Kohle haben wir überall en masse. Aber jetzt nochmal die Truhe voll mit Stein. Können wir mal gebrauchen. Jo. Und dann Rinde und Leather. Mhm. Dünnes wie dickes. Boah, der Giftschaden haut jetzt auch ganz schön rein, ey. Wurde wieder viel verschlimmbessert. Naja, was heißt verschlimmbessert? Zumindest wurden Sachen verändert. Ja. Mann, der Eisenspot ist immer so weit weg, das regt mich voll auf, den Weg dahin zu laufen. Das ist echt stressig. Cool, wir haben jetzt wirklich eine Kiste voll mit Stein. Gut. Ich glaube, ich gehe nochmal eine Ladung Eis holen, dann muss ich erstmal nämlich eine ganze Weile nicht mehr los. Dann habe ich meine Ruhe. Okay. Ich schaff's allein, ne? Easy. Ja. Das kriege ich hin. So, jetzt habe ich auch mein Inventar leer gemacht. Werde ich den Scheiß die ganze Zeit hier mit mir rumschleppen. Auf zum Berg. Dem Schicksalsberg. Organisierst du deine Lederrinde gerade? Ja. Ich glaube, das normale Leder kriegst du hier von den Gazellen und so. Ich mach's mal Rinde sowieso. Oder beides. Wechseln wir heute nochmal auf Cloud Pirates nachher? Wie wir Bock haben, mir ist es recht egal, ich bin offen. Ich werde dann wahrscheinlich wieder die ganze Zeit nur meckern. Ja. Wenn du hier machst, bist du wieder fröhlich. Das bloß auf hier nicht verzichten. Ja,
Ja, ich dachte, der Sprung von der Power vom PC wäre ein bisschen größer, aber ich meine, gut, mein anderer Rechner war jetzt auch nicht gerade low-boppig, ne? Ja, klar. Bin ein bisschen verwöhnt, aber da muss man echt sagen, so die Entwicklung von der Hardware aktuell stagniert ganz schön, ne? Also, wenn jetzt nicht gerade AMD mit seinen Ryzen-Chips gekommen wäre. Ja, dann wären wir immer noch auf Intel-Standardniveau. Ich meine, Intel ballert ja auch jetzt gerade wieder nach. Ja, weil die ballern nach. Du musst mir überlegen, ne? Die letzte Generation ist Kaby Lake, wie alt die jetzt ist. Und so krass ist der 7700K, den ich hier habe, auch nicht, ne? Ich meine, das ist auch nur eine 4-Kern-CPU. Die konnten einfach schlafen. Ja. Also die mussten sich großartig was machen. Und nachdem AMD Chips rausknallt ohne Ende, kündigen die jetzt auch mal wieder an. Und auch Nvidia hat ja eine ganze Weile sich ausgeruht, ne? Ja. Irgendwie ein lauwarmes Update nach dem nächsten rausgebracht. Ich meine, die 1080 Ti ist schon ziemlich geil, aber man muss auch sagen, die ist pervers teuer, ne? Also, das ist eine Grafikkarte, die knapp 900 Euro kostet. Und wenn da jetzt AMD mit Vega liefert. Ich meine, mir ist am Ende ist echt scheißegal so. Für mich ist der Konkurrenzdruck wichtig, ne? Also man sieht ja, was passiert, wenn es keinen Konkurrenzdruck gibt. Es ist immer schwach, dass AMD nicht so hinterherkommt. Also die ballern halt immer was raus und Intel hat schon längst darauf gewartet. Ja, das dass nicht, aber kommt. Was halt in den letzten, Jahren war, dass halt die Intel-Hardware, beziehungsweise die AMD-Hardware, die war einfach nicht konkurrenzfähig. Ich meine, es gibt ja auch während der Kaby Lake-Zeit gab es ja auch AMD-Chips, aber ich meine, kein Mensch hat die ernsthaft auf dem Schirm gehabt. So. Ja, genau. Das ist halt immer so ein bisschen schade. Ich meine, es gibt immer mal wieder eine Generation bei AMD, die Intel das Wasser reichen kann. Ich glaube, das ist immer so, AMD holt mal ab und zu auf. Das war ja damals bei den AMD Athlon XP auch so. Das war damals bei der Radeon, ich glaube, 7450, irgendwie sowas in dem Dreh. Da hat ATI, beziehungsweise das war damals war es ja noch ATI, nicht AMD, hat es immer mal wieder geschafft, Nvidia beziehungsweise Intel zu sticheln. Na, die 9800 Pro fällt mir spontan ein, die damals auch high gerated worden ist von ATI. Ja, also es gab immer mal wieder so eine nice Hardware von denen. Ich weiß auch ganz genau, dass ich damals ein Athlon CPU hatte, als Intel mit dem Pentium 4 am Start war, glaube ich. Das war zu der Zeitraum. Und die Pentium 4. 2001, so Half-Life 2 Zeit war das. Nicht Half-Life 2, das war Half-Life. Ja. Und die Pentiums waren teuer, aber die hatten dann schon einige Hyper-Threading, was dann wieder natürlich in AMDs das Wasser ablief. Ja. Also sagen wir mal so, ich glaube, die Ryzen öffnen den Weg endlich mal für einen Sprung in das Mercore-Universum, denn das ist jetzt auf dem LG51151-Sockel, den ich da habe, auf dem Board der schnellste CPU. Mhm. Und der hat nur 4 Kerne. Und es gibt aber natürlich auf den Serverboards von Intel gibt es halt auch CPUs mit höherer Kerneanzahl. Und jetzt wird Intel, denke ich mal, auch verstanden haben, dass auch die im Consumer-Markt mehr Kerne notwendig sind. Sowieso haben wir jetzt erstmal die Servermarke von den AMD dann. Und dann gucken wir, was dann noch passiert. So, also, ich glaube, Sampron sollen werden. Opteron gibt es schon, ich glaube, Sampron sollen die heißen jetzt, die Ryzen, die für den Serverbereich rauskommen sollen. Eisen ist jetzt genug da. Was sammelst du gerade? Holz und Rinde. Okay, ich gehe mal Leder sammeln. Mhm. Na, kann ich jetzt aus dem Antilopenkopf. Dafür braucht man nochmal einmal geformtes Holz, okay. Oh, Mann, ich habe heute irgendwie einen Frosch im Hals. Gab's ja noch mal dickes Leder bei den Krokodilen, gibt's das jetzt auch gar nicht mehr, oder? Die kann ich umballern, klar. Holen wir mal. Wo war das Krokodil? Ach, da ist es.
Hallo, Krokodil. Wieso Du gibt es denn eigentlich sollst. fürs Inventar keinen Autosortieren-Button, ey? Ach so, die Krokos geben jetzt Reptilienhaut. Meine ich ja. Ich weiß gar nicht mehr, wo man dicke Haut herbekommt. Oder kann man jetzt die Reptilienhaut einfach in die Gerberei legen? Probier's mal. Gucken, was passiert. Sonst müssen wir die Nashorn halten, oder? Ja, stimmt, die hatten auch dicke Haut, aber ich glaube, ich habe das Nashorn vorhin gekillt, was immer vor unserer Base rumstrichert. Ich versuche mal hier so ein, keine Ahnung, so ein Schildkrötenmenschenviech zu nieten. Ich weiß nicht, wie die heißen. Knochen, Tierhaut, schade, keine dicke Tierhaut. Was los? Ich habe aus Versehen Rinde gedroppt. Steck's an. So, also von dem leichten, also von der normalen Tierhaut habe ich hier eine Menge. Oben war doch auf dem Berg auch immer noch ein Nashorn, oder? Glaube ich, geh nochmal hoch. Ja, wir müssen echt Nashörner erfinden. Also ich habe jetzt ein Reptilienhaut am Start. Also normale Tierhaut brauchen wir nicht mehr. Ist mehr als voll die Okay. Gerberei. Dann mangelt es jetzt wahrscheinlich an der Rinde. Glaube auch, wir brauchen nicht mehr so viel von dem normalen Leder. Aber wir brauchen kaum, haben ja kaum noch Items damit. Wir brauchen echt das dicke. Gucken, ob ich hier irgendwo ein Nashorn finde. Nashorn. So schön naschen am Horn. Menschen, hier sind Menschen. Was bist du denn, Fighter? Geh weg. Was bist du? Auch Fighter. Diese Hyäne lebt hier so rum, ey. Da hinten hat da jemand gebaut, oder was? Gar nicht so weit weg von uns. Das muss ich mal ausspionieren. Schauen wir noch. Aha. Na gut, nur so ein Mini-Hütchen. Okay. Bist du gerade da am Dungeon-Eingang? Nee, ich bin gerade im Dschungel. Ah, da sind Menschen. Ach so, das war diese Höhle, wo wir schon mal rein sind. Da war ja alles voller NPCs, ne? Ja, genau. Da war dann diese Templer-Alte da drin. Gibt's keinen Nashorn. Weiter oben, wahrscheinlich da, wo das. Oder auf der anderen Seite des Flusses. Naja, da sind Was immer nur sonst? diese Schildkrötenviecher. Stimmt. Ach ja. Ich glaube, es war sehr viel Tierhaut drin. Hyäne. Ach, hier gehen mittlerweile mit einem Schlag down bei mir. Boots. Soll ich mal die Tierhaut wieder die Reptilienhaut Probier da mal und schreib mal an und guck, was passiert. Hier ist ein Nashorn. Oh, mal gucken, was passiert. Jo, Nashorn gibt dicke Tierhaut. Ja, voll wenig. Was soll das denn? Gerade mal 80. Ein ganzes scheiß Nashorn. Boah. Ein Vogel greift mich an. Geh weg, du Hund. Nee, dann passiert nichts mit Reptilienhaut. Ich glaube, mit der macht man dann was anderes. Ich muss einfach mal in die Kiste rein. Bin ich Vielleicht kann auf man der es irgendwann Suche mal nach dem gebrauchen. Nashorn.
Nashorn! Sind doch hier mal so viele Nashörner, warum ist denn heute nichts da? Hat dich gehört. Ist abgehauen. Ah, immer nur Hyänis, die rumnerven. Gott, keine einzige Kiste mehr, irgendwas zu verstauen. Müssen eine neue Kiste bauen. Kannst du schon die starken Kisten bauen? Achso, da brauchen wir wieder Eisenverstärkung für. Diese Heavy-Kisten. Ich hab gar nichts mehr am Start. Ich hab das ja, ich kann die dann nachher bauen. Was soll ich denn so lernen? Was hast du denn jetzt auf? Was hast du dich denn jetzt so fokussiert? Egal, schon so High-Level, ich kann eigentlich fast alles bauen. Ich lösche mal gerade ein NPC-Lager aus. Und warum? Weil ich es kann. Geil! So eine Klopse hier. Oh, keine Ausdauer mehr. Ohne Ausdauer ist natürlich scheiße. Das ist shit. Los, füll Ausdauer auf, sonst gehe ich drauf. Mann. Hat jetzt mega viele Punkte am Start. Das war knapp. Das ist mir einfach während der Schnetzelei die Ausdauer ausgegangen. Ach du Kacke. Teppiche kann man jetzt machen. Nett. Ja, ich auch schon gesehen. Und Wandteppiche. Aber NPCs sind auch manchmal echt verbuggt. Die stehen einfach rum, machen gar nichts. Ne? Lassen die einfach mal wegklatschen. Einfach tschüss. Muss ich nicht verstehen. Trotzdem habe ich immer noch keinen Nashorn. Was ist denn, wenn wir mal Priester von Mitra machen? Ich habe doch schon den einen Priester-Scheiß da. Achso, nee, das brauchst du sowieso nicht machen. Das kostet 50 XP. Ne? Oder 50 Punkte. 10 Punkte. Ja, das habe ich. Das Mitra-Ding, nee, das kannst du nicht machen. Da brauchst du erst das Base-Ding und das kostet 50 Punkte. Okay. Brauchst du nicht machen, weil das erstens ist es nicht unsere Religion und zweitens gibt es Lehrer auf der Map, bei denen man das lernen kann für einen schmalen Tag. Ja. Da ist ein Nashorner, ich bin fast down, ey. Klatsch es. Ja, ich glaube, ich würde mich eher klatschen, weil ich echt wenig Life hab. Probier's mal. Ja, erwischt den Strolch. So, Kiste möchten wir machen. Oh, Level Up! Kratz! Dickes Leder zu bekommen ist ein ganz schön anstrengender Job irgendwie. Wo ist denn unser Ausnashorn? Was du meinst, ist der Akolut von Mitra. Ich meine was anderes. Ist ja egal, um das freizuschalten, brauchst du trotzdem das höhere Mitra-Level. Und das brauchst du alles nicht, diesen ganzen Religionsscheiß, weil er uns auf dem Server sowieso nichts bringt. Okay. I understood that shit. Was ist denn Entermesser? Eine von Piraten beliebte Hiebwaffe. Ich hab doch schon das stärkste Schwert für uns gebaut. Naja, es gibt auch eine dicke Axt. Alter, ja, die schlägt super lahm zu. Alter Kriegshammer, antiker Schild. Antikes Schepesch. So ein Schwert. Wir hatten doch noch irgendwas im Wheel of Pain, oder? Echt? Ja, Mann, da ist ein Bogenschütze. Nice. Wo stelle ich denn den Brodingo hin? Ah, den stelle ich oben mit auf die Mauer. Sandsturm, ich baue auf den Brunnen. Kann man gebrauchen. Hab ich schon. Boah. Ich sag doch, ich hab so gut wie alles. Warum bist du denn so weit? Dann mach ich den Drum. Hier, schön trommeln. Hab ich auch schon. Ist sie gebaut? Nein, weil ich das mach. Bau doch. Holzbänke, das haben wir auch noch nicht. Machen wir so ein bisschen mal unsere Hütte schön. Mal auf erstmal ein Horn geblasen. So sieht's aus. Ich
Ich muss auch mal mein Zeugs reparieren, merke ich gerade. Wieso stellt denn der Sack keine Eisenverstärkung her? Mach deinen Job, Mann. Do your job. So dämlich, dass man jetzt immer so viele Ressourcen braucht, um sein Zeug zu reparieren. Oh, schönes Windspiel. Wie viel Rind hast du denn in das eine Ding reingeklatscht, ey? Na, das war ein bisschen viel. Ach, wieso kann ich diese coolen Sachen erst mit so einem hohen Level machen? Wieso kann ich dann erst ein Fass mit Level 37 machen? Ich will ein schönes Bierfass jetzt machen. Mach mal ein Bierfass, klar. Bierfass. Ich muss erstmal mein Zeugs reparieren. Das ist alles ganz schön gedamaged. Obwohl, in welchen Level hast du? 36. Na, noch ein Level, da kannst du erst ein Bierfass machen. Das ist ja eine Frechheit. Steinmetzgeselle, Steinmetzmeister, Stufe 30. Stein in dein Kopf, ey. Steht hin. Boah, ich muss erstmal den Frosch in meinen Hals vernichten. So, erstmal alles repariert. Schräglöcher. War das nochmal so ein großes Lagerfeuer gesehen, hast du gesagt? Was habe ich gemacht? Ein großes Lagerfeuer? Was ist damit? Oder habe ich dich falsch verstanden? Ich habe ein großes Lagerfeuer. Wo hast du das denn gesehen? Ja, einfach so eine Holzdinger da, siehst du doch. Ach so. Campfire, da ist es. Gut, auch mal herstellen. Ich mach mal dieses Improved Campfire hoch aufs Dach. Mach das mal unten hin, da wo das andere Lagerfeuer war. Okay, ich gedacht vielleicht noch irgendwo oben mit einem nicen Schrägdach irgendwo dran. Oder am Innenhof. Ich baue jetzt kein Schrägdach. Schrägdach ist Kopfschmerzen. Schön am Hof machen wir das. Doch quasi dafür prädestiniert. Ja, genau, wir machen jetzt hier so schön Partyhof. Mann, wieso stacken denn manche Sachen auf 10, manche auf 200? Das ist doch völlig willkürlich, ey. Äste und Stein braucht man dafür. Wie gut, dass wir alle unsere Äste weggeschmissen haben. Ja, aber nee, sind unten nicht noch ein paar Äste? Oder sind die jetzt auch weg? Alle weg. Der Stoff. Ja, wenn die Sonne weg ist, ist es nicht mehr ganz so laggy. Okay. Dieses Micromanagement in dem Game, die ganzen Sachen, die man umlagern muss, um irgendwelche anderen Sachen herzustellen, was ich automatisieren kann, ey. Ein Farmbot für Kohlenexalz. Das wär's. Ich wäre nicht mal ein Farmbot, aber ich habe echt keine Lust. Irgendwie Sachen nur vom linken Ofen in den rechten Ofen umzulagern. Kann man sich nicht einstellen, dass der Output von dem einen Ofen direkt in den anderen Ofen reingeht? Wäre doch viel nicer. Jo. Aber will nicht. Geht nicht. Der Innenhof eigentlich fertig? Ja, ne? Ja, ja. Das sehe ich grad. Der war gepflastert, ja. Aber das eine Ding, da können wir immer noch nicht abreißen, ne? Nee. Schon probiert? Yep.
das dumm. Ich könnte jetzt eigentlich so ein Lagerfeuer da reinbauen. Nein, ich will das weg haben. Wie sieht denn das aus hier? Das würde echt gut aussehen. Ich baue es mal. Warte. Und wir jetzt hier rüber noch so ein Dach machen? Ah, fuck. Ich dachte, ich konnte es abreißen. Hm, passt da genau rein in die Senke, wa? Ja. Mach's mal an. Der Fenster wie ein Bärenarsch hier. Warte, ich hab zwei Holz. Schön. Muss ich aber nochmal ein Fundament reinpressen. Jetzt habe ich das außerdem abgerissen. Oder reißt das Fundament auch mit ab und wir machen da zwei Lagerfeuer rein. Und dann? Sieht schön aus. Ich hoffe nicht, dass es so viel besser aussieht. Was ist denn hier teilweise für ein Müll in den Kisten, ey? Na, Käfer. Oh, da wirklich gar kein Mensch. Voll mit Stein, ey. Geformtes Holz. Ich brauche geformtes Holz. Das gibt's in der Werkbank, ne? Ne, unten in der Kiste müsste es jetzt, glaube ich, gerade sein, aktuell. In welcher Kiste? Keine Ahnung. Einer von denen. Ne, das ist nicht drin. Doch. Guck echt? Richtig. Geformtes Holz? Ja. Ah ja, tatsächlich. Danke. Ich weiß, was in meinen Kisten ist. Du weißt. Kein Spaß. Machst du jetzt noch ein zweites Lagerfeuer hin? Nee, ich mache jetzt noch so eine schöne Bank hin. Und noch ein kleines Dach. Über dem Lagerfeuer. Wenn man das so macht, erstmal so mal anfangen. Gut. Schön, bringt ja voll viel. Oh yeah! Nice! Was machen wir mit dem Loch hier? Teppiche reinlegen oder was? Irgendwas findest du noch rein. Was brauchte ich nochmal für diese kleinen Schalen? Äste, Knochen. Haben wir noch Äste? Nee, wa? Nee, musst du sammeln. Menno. Ist ja gerade dunkel, da sieht er wieder nichts. Ja, das ist ein bisschen stressig. Naja, ein bisschen was sehe ich ja. Ich habe noch 21 Äste im Inventar, sorry, habe ich gerade erst gesehen. Ist egal. Bin schon am Äste collecten. Hm. Ich brauche Holz und Stein. Ach so, ja, ich muss mal auf die Uhr achten. Ich sehe gerade, wir sind am Ende der Folge. Wir haben gerade ja, Ressourcen aufgefrischt. Der Storm fängt da an, ein bisschen auf dem Hof zu bauen. Ich sammle mir ein paar Ressourcen ein, um dann auch vielleicht ein bisschen wieder mitzubauen. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir ein Let's Play Counter-Strike spielen. Danke fürs Einschalten und bis dann. Bis dann, Leute. Alles Gute. Ciao, ciao.